So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Projectcast 2. Heute ist wieder Montag, das heißt, heute geht es wieder weiter mit dem nächsten Rennen. Die Formula C European Championship geht los. Wir sind in Italien, genau wie gesagt, in Imola. Und ja, heute geht's weiter auf jeden Fall. Nach dem letzten Sieg in Donningenburg geht's heute auf dem Autodromo Internationale Enzo Edino Ferrari aus Imola und danach geht es nach Oschersleben zu meinem persönlichen Heimspiel. Auch wenn ich in der Schweizer Flagge fahre, bin ich Deutscher, wie dem auch sei. Wir kümmern uns jetzt erstmal drum und ja, let's go. Länge 3,5 Kilometer, 3,05 Kilometer und 7 Sekunden. Wir haben leichten Regen zu befürchten. Okay. Na, schauen wir mal, was heute auf die, wie gut es heute wird. So. No, let's go. Naja, guck mal einfach mal. Was heute, wie weit es heute da vorne geht. Aber wieder hier alles dominieren oder auch wieder eine Packung bekommen. Mal gucken. Im Donning Park haben wir ja gewonnen. Das ist das Gute. In Brno haben wir ja mehr als abgekackt. Heute wollen wir ja unbedingt was reißen hier. Ich kenne die Strecke, schon lange nicht mehr gefahren. Also ich kenne die ja aus. Aus den früheren Formel 1 Teilen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt die genau die Strecke ist. Es könnte theoretisch sogar sein, dass es die ist. Okay, dann wissen wir, dass wir an einigen Punkten massiv aufpassen müssen. Ja, das sind einige Punkte, wo es auf jeden Fall weit rausgeht. So, jetzt geht's rein in die auf die schnelle Runde. Schöne Windschatten hier mitnehmen, mehr oder weniger auch im Regen ist es sehr wahrscheinlich sehr wichtig. Ich habe ein paar Zeit verloren. Vor uns ist Tom Brown. Der statt jetzt viertplatzierte. Der sich jetzt mal kurz wegdreht. Indem wir ihm ein bisschen das Getriebe gekuschelt haben. Muss ein bisschen aufpassen jetzt gerade. Da ich ja A wieder mit Controller fahre und B mit der manuellen Steuerung, also mit manueller Bremse und so alles.
Ne, müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Zeit rausgekommen. Das könnte massiv Zeit kosten. Ich weiß nicht, wie weit es da nach vorne geht. Das müssen wir mal gucken, dass wir das in den nächsten Runden mal ein bisschen besser hinbekommen. Ich weiß nicht, wie man hier 1,15 fahren kann. Ich bin jetzt 1,40. Wahrscheinlich nicht in diesem Auto. Oder hier allgemein in der Formel C. Ich weiß nicht, wie weit es hochgeht. Boah, Alter. Du musst aufpassen ein bisschen. So. Wir nutzen jetzt gerade mal die erste Zwischenzeit. Die wir jetzt bekommen. 2,21er Zeit. Okay, die wird auf jeden Fall deutlich besser werden müssen. Jetzt wäre der Vorsprung irgendwie bei 3 Sekunden oder so. Ja, das sieht doch gut aus. Momentan die Führung. Der Turn 1 geht jetzt vorne weg. 3 Sekunden Vorsprung aktuell. Momentan auf die 2. Oder auf unsere eigene Zeit. Wir haben ja den Fehler eingebaut. Bisschen anbremsen hier. Dann wieder mit Vollgas durch. Das heißt, es ist hier wieder ein bisschen bremsen. Ja, die geht. Jetzt ist auch aufpassen. Hier geht es mir schön jetzt berg hoch. Ja, yeah, wunderbar. Perfekt, passt. Das war eine Zeitverbesserung, weil die Schikane war gar nicht getroffen. Jetzt war es das. Für eine minimale Verbesserung geben vielleicht, wenn sie Glück habe. Ja, ein bisschen, aber da war ein Fehler drin, den muss ich auf jeden Fall abstellen in der letzten, in der nächsten Runde. So, da schickt die letzte Schikane da oben. Ja, gucken wir mal. Na, schön rein in die Kurve da. Sich den Fehler wieder einbauen in der Schikane, soll das kein Problem sein.
Okay, wieso der da nicht jetzt um die Kurve wollte, verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Das hat nämlich richtig Zeit gekostet, wie man schon wieder sieht. Jetzt muss die Schikane aber passen. Tut es auch diesmal. So, komm an. Das holen wir doch schon noch. Jetzt hier wieder Annoncen für die letzten Kurven. Dann passt das auch. Oh, das wird nochmal eine dicke Zeit vorne werden. Das wird eine richtig gute Zeit werden. Die 2.15er wird fallen, definitiv. Als wäre der Vorsprung 9 Sekunden. Das haben wir nochmal 6 Sekunden nachgeholt. So. Zurück zur Box. Zum Ende springen. Passt. Wir führen, haben es geschafft. 9 Sekunden haben wir es am Ende im Vorsprung. Gut. Springen wir zum Rennen? Direkt? Ja, ne? Können, ja. Oder machen wir es in der nächsten Folge? Ich springe zum Rennen. Wir machen das Rennen jetzt so. Gut. Wieso stehen wir eigentlich wieder am Ende? Haben wir da was zu tun? Na, mal gucken. Aber was wir kriegen. Das ist das Rennen hier aus. Imola ist gestartet. Wir müssen gucken, dass wir hier weit vorne landen. Was sind wir denn? 10. 10. 6 Autos haben wir jetzt kassiert. Das wird definitiv nicht einfach werden. Mal gucken, ob wir den jetzt beschleunigt bekommen. Das ist doch vorhin unser Teamkollege, ja, dieser Mutt, ne? Christian, ja, Christian Mutt, das ist unser Teamkollege, okay. Sind schon mittlerweile auf vier vorgefahren. Dann mache ich meinem Teamkollegen mal den Platz frei. Und ja, die Doppelführung für uns. Das wollte ich nämlich machen, dass wir unser Teamkollege da die Führung. Danke für die Information, die kriege ich ja immer drin. Oh, das. Warte mal, machen wir das jetzt. So. Eigentlich wollte ich das auch machen. So. Jetzt sind wir schön weggeschossen, wieder auf 6 zurückgefallen. Ja, das ist definitiv keine Selbstverständlichkeit, dass wir das Ding hier gewinnen. Ich versuche natürlich mit allen Mitteln hier meinen Sieg zu, den Sieg zu holen. Oder zumindest den zweiten Platz zu holen, dass wir dort im Teamkollegen nennen.
6 Runden haben wir insgesamt heute. Alles machbar, komm on. Ja, du bist weg vom Fenster. Der nächste vor uns. Ist wieder 5. Auch wenn ich jetzt natürlich auch nach Step die Fahrzeuge abschießen will, soll das sowas von egal sein. Ich versuche es ein bisschen vorsichtiger in die Links zu fahren. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da wieder rankommen. Nur zwar nicht direkt aufgeholt werden. Wir haben jetzt einen Vorsprung von 4 Sekunden auf den zweiten, auf den momentan 6. Wir sind aber dran, schön an der Führung jetzt, an dem Führungsquartett. Mal gucken, was wir denn kriegen. Na, ja, es ist definitiv alles andere als einfach, jetzt da irgendwie nochmal dran zu kommen, die. Ich versuche mich da natürlich immer wieder ranzubremsen. Dass ich da eine Chance habe, in die Position zu kommen, vielleicht jetzt anzugreifen, vielleicht jetzt vor der nächsten Checkout-Kombination. An dem Viertplatzierten, der reinkommt. Also, das Thema ist noch nicht. Im Zweifel drücke ich die so raus. Vorbei. Jetzt sind wir Vierter momentan. Schön. So, jetzt müssen wir unseren Teamkollegen wieder. Jetzt müssen wir versuchen, unseren Teamkollegen zu holen. Weil das wäre blöd, wenn ich den weghauen würde. Wobei mich die Punkte fürs Team holen hier. Und vorbei. Zweiter. Jetzt holen wir uns den ersten. Den Kollegen da vorne, der muss jetzt irgendwann mal auffallen. Matthew Mull heißt der Kollege, den müssen wir doch jetzt irgendwie mal kassieren. Cool, Sektor bis Zeit. So, jetzt versuche ich dann natürlich über den Windschatten zu kriegen. Oder vielleicht in der nächsten Schikane. Wir sind jetzt in Runde 4. Wunderbar, die Treffer besser, weil wir jetzt auch ein bisschen was. So, haben wir es mal kurz immer aufgeräumt. Nur 4 momentan noch. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht durchgerutscht werden, dass wir hier nicht wieder rausrutschen. Ja, der momentan noch eine Sekunde dran ist, aber unser Teamkollege sollte mehr oder weniger jetzt gerade erstmal als Abschirmjäger hinter der Konkurrenz, für die Konkurrenz, kassieren. Runden noch. Ja, ja, ja.
momentan noch die Führung. Ah, der Teamkollege auch wieder gut unter Druck, der jetzt ist auch nur noch 3. Komm an, du holst ihn dir, er war wieder auf 2. Jetzt will er aber bei uns jetzt vorbei. Und das war's, wir sind weg. Die Führung ist vorbei, jetzt wäre schön. Oh, jetzt will er sich drehen komplett, oder was? Jetzt müssen wir wieder gucken, jetzt wieder zurück arbeiten. Jetzt waren wir schön dran. Und dann kommt wieder so ein blöder Fehler. Genau, das ist das halt. Jetzt haben wir aber 2 Runden Zeit zumindest noch. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da wieder rankommen. Okay. Hallo! Ist mal jetzt gut, dass man... Ach, jetzt muss ich 7 fahren... Komm, fahr vorbei. Ja, ja, Platz 7 muss ich zurückgeben und muss es jetzt auf. Also das Ding gewinnen wir wahrscheinlich nicht. Das wird schwierig werden. Aber zumindest so weit wie möglich nach vorne kommen irgendwie. Wunderbar, dann haben wir 2 nochmal überholt, sind wir auf 6. Ich versuche so weit wie möglich alles nach vorne nochmal zu reißen. Das wird nix, ey. In Donington haben wir es geschafft, aber hier in Imola sieht nicht so danach aus. Vielleicht doch noch irgendwie ein Podium rauszuholen. Vielleicht doch noch irgendwie. Wir sind momentan auf 6. Und dazu fehlen uns noch die zwei Autos, also der eine, der jetzt davor sieht, und da noch einer davor. Und wie ihr seht, gerade wenn wir gerade richtig angegriffen. Das ist ärgerlich, ey. Ärgerlich, dass wir da jetzt den Fehler eingebaut haben als Führende. Jetzt haben wir, müssen wir wieder aufpassen hier. Hat es geklappt, Gott sei Dank. Ja, ganz da vorne wird es nicht gehen, ne? Das wird schwierig werden. Das wird ein verdammt enges Ding. Vor allen Dingen kommen die gerade richtig angeflogen wieder. Sehen wir uns auch in der letzten Runde jetzt. Also wir können jetzt eigentlich nur noch verlieren. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie was rein noch gerissen bekommen. Vielleicht ist ein Auto hier vorne noch kassiert, auf 5 fahren zumindest. Stehen jetzt in den Windschatten hier rein. Und dann versuche ich jetzt nach der Linkskurve, vor der Linkskurve vorbei zu bremsen. Haben wir geschafft. Platz 5. Ich hoffe, dass unser Teamkollege jetzt irgendwie noch... Ich meine, ich gebe noch nicht auf. Das ist noch eine Chance. Sie sind ziemlich nah beieinander, aber es wird jetzt in der letzten Kurve das verdammt schwer, wenn wir Pech haben, wenn wir sogar noch auf 6 abrutschen.
ist leider heute nicht drin gewesen. Der eine Fehler, wo wir auf 1 lagen, hat es das Rennen gekostet. Und dann kann man nicht mehr ran. Zumindest auf 5 fahren wir noch irgendwie. Ein bisschen Enttäuschung ist drin mit, würde ich sagen. Sogar noch Dritter geworden. Hat er echt noch sich doch in den Vorbei doch einholen lassen. Blöder Typ, Kollege. Ja, die zwei davon, die werden uns richtig, dann hatte ich mich... So, den einen haben wir schon mal weggehauen. Ich jag die bisschen mal die Audi oder der eine Außenrunde weg. Und tschüss, der zweite. So hätten wir das im Rennen machen müssen. Aber egal, passiert. Schade, 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 dass es nur Platz 5 geworden ist. Ja, das wird definitiv noch ein schweres Stück Arbeit werden in der WM. Momentan sieht das momentan nach Platz 3, nur also 14 Punkte Vorsprung, Rückstand. Ja, die zwei da vorne, die haben uns... Bisher... Ja, irgendwie... Halt uns momentan unter da ziemlich ordentlich Schach. Gut. Damit sagen wir mal Feierabend. Wir sehen uns wieder morgen auf jeden Fall da mit dem Rennwochenende aus Aschersleben. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.